Es hast was, Bürgermeister zu sein, besonders wenn das von der Landeshauptstadt Bregenz ist, Vorarlberger Landeshauptstadt. Und wenn es die Festspielhauptstadt ist, schön, dass er da ist. Michael Ritsch, habe ich dir. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Michael. Aus dem Grund haben wir die OI geladen. Es ist doch, finde ich jetzt zumindest, dann haben wir in der Redaktion ein besonderer Bürgermeister. Landeshauptstadt, Festspielstadt, weltweit bekannt. Also der Herr Ritsch ist auf der ganzen Welt, in dem Fall in den Gazetten. Also ich glaube, dass die Festspiele weltweit bekannt sind. Ich glaube, der Bürgermeister nicht wirklich. Aber es ist in der Tat in diesen 6 Wochen in Bregenz, und das haben wir jetzt gerade wieder erlebt, die Bregenzer Festspiele verkaufen 280.000 Tickets in 6 Wochen. Und für eine 30.000 Einwohnerstadt, wenn in dieser Zeit über 1 Million Menschen in der Stadt sind, ist das wirklich eine verrückte Zeit. Wir haben natürlich das Glück, diese Seeanlagen, die Lage zwischen Berg und Bodensee, die wahnsinnigen Sonnenuntergänge am Bodensee, die man einfach vor der Bregenzer Bucht am schön stasiert, das ist, ja, ist Gott gegeben, aber ein schönes Juwel. Und mit der größten Freiluftbühne der Welt hat natürlich die Bregenzer Festspiel- und Kongresskultur internationalen Ruhm erlangt. Und jetzt die Inszenierung in den letzten Jahren, leider durch den Abgang von Elisabeth Sobotka, aber kommt ja eine gute Nachfolgerin. Das ist die Intendantin, die Intendantin bis jetzt, gell? Genau, die hat natürlich Bregenz wieder die Festspiele in eine ganz neue Dimension katapultiert. Und ja, ich gehe mal davon aus, Bregenz wäre nicht so bekannt, wenn es die Festspielbühne nicht gäbe. So ehrlich muss man sein. Okay. Auch wenn wir Landeshauptstadt sind. Ja, nein, klar, oder? Auf jeden Fall. Ich muss noch einen Kontrollblick machen, bitte. Die Kamera folgt mir, wenn möglich. Ich muss natürlich schauen, ob es wirklich der Herr Ritsch ist, der Herr Bürgermeister. Jawohl, er ist es. Er hat seine weißen Schuhe an. Michi, bitte entschuldige, aber das Format lässt es jetzt einfach zu, dass ich einmal deine weißen Turnschuhe. Dein Markenzeichen erstens einmal. Und witzigerweise, der Ritsch. Ah, das ist der mit der weißen Schuhe. Ja, ja. Wie kam denn das bitte, dass du jetzt da mit... Also es ist mittlerweile wirklich ein Markenzeichen, aber ja. Eigentlich ungewollt, weil es war in der Tat eigentlich eher eine gesundheitliche Geschichte, weil ich vor 8 Jahren habe ich eine massive Bandscheibenoperation gehabt, habe 2 Bandscheibenprothesen gekriegt, damals in Feldkirch, lange OP, 6 Monate Reha, war keine einfache Geschichte. Und mein Therapeut hat damals zu mir gesagt, wenn du nochmal mit Lederschuhen zu mir kommst, suchst du einen neuen Therapeuten. Du gewöhnst dich jetzt dran, Turnschuhe, Sneakers oder irgendwas anzuziehen. Ah, ja. Und dann habe ich halt damals diese weißen Schuhe gekauft, und irgendwie war das dann auf einmal ein Hype, und jetzt ist es halt 8 Jahre her. Und ja, jetzt habe ich halt, glaube ich, 25 Paar weiße Turnschuhe. und ja, das ist jetzt ein Markenzeichen, und ja, da gehe ich jetzt auch nicht mehr weg. Und das genießest du aber auch? Das ist dir bewusst und hast gesagt, jawohl, okay. Ist so, hat sich ergeben. Ich putze ja selber, also das macht auch nicht meine Frau, das mache ich selber. Und das gehört jetzt irgendwo zu mir. Ja. Die intakte Natur ist der wahre Garant für einen erholsamen Urlaub. Die Christbergbahnen im Montafon leisten dazu täglich ihren Beitrag. Für die Gäste stehen im Tal E-Ladestationen zur Verfügung. Und mit 100% Ökostrom gelangt man nachhaltig auf den Berg. Lass dich mit regionalen Produkten von den Silbertaler Alpen verwöhnen. So steht einer erholsamen Zeit am Berg nichts mehr im Weg. Weil du eben die Bregenzer Festspiele hast, das Wort Inszenierung gesehen. Mhm. Das ist eine Art der Inszenierung, wenn man jetzt so ein Ding hat. Du bist aber auch sehr aktiv auf den Social Medias als Bürgermeister. Braucht man das schon? Ist einem das nicht schade, irgendwie für jeden den Lümmel zum Spielen, sag ich jetzt einmal so? Naja, also ich denke, jeder, der in die Politik geht, egal ob das der Magnus Brunner, unser neuer Kommissar ist, oder Landeshauptmann oder Bürgermeister oder Landtag, Nationalrat, egal welche Bühne, am Ende ist natürlich, du öffnest dich nach außen. Du gehst in die Politik mit der Ansage, du bist eine öffentliche Person, man nimmt dich wahr, du gehst zur Tür und man kennt dich. Also mein Lieblingsspruch ist, wenn ich zur Tür gegangen, Michael, nur ganz kurz, oder Herr Bürgermeister, nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Also dieses nur ganz kurz, das habe ich unterschätzt. Also ja. Ich war schon lange, bin immer schon in der Politik, ewig schon. Aber die Bühne als Bürgermeister ist natürlich noch viel größer, weil jeder
will da was sagen oder hat irgendein kleines Anliegen oder einen Wunsch. Und ich habe dann meiner Frau mal gesagt, wenn ich irgendwann mal schirb, dann schreibst du auf dem Grabstein erst nur ganz kurz mal weg. Weil dieses nur ganz kurz ist Herr echt phänomenal. Nur kurz? Nur ganz kurz. Okay. Und so gesehen, ja klar, du bist in der Öffentlichkeit, das gehört dazu, das nimmt man aber auch bewusst in Kauf und ich glaube, das weiß so jeder, wo das macht. Also das gehört schon dazu. Social Medias, also und Social Media dazu. Ist halt auch ein Teil. Ich habe einen jungen Referenten, der das sehr geschickt macht und der Valentin. Also ich bin auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, auf Snapchat. Also wir sind wirklich in allen Foren. Und ja, mittlerweile glaube ich über 20 oder 25.000 Follower. Und ich bin dann selber überrascht, wenn ich dann auf TikTok irgend so ein Video, wo er wieder sieht, jetzt müssen wir das machen, weil es ist gerade Trend. Mhm. Und dann machst du das Video und dann hast du 100.000 Klicks und denkst du, was? Mhm. Und dann machst du irgendeine inhaltliche Geschichte und dann hast du halt 1.000 Klicks. Also je nachdem, welche Plattform du bedienst, musst du halt schon, wie willst du die Botschaft umbringen. Und bei TikTok geht es eher um den lustigen Michael und bei Facebook schon um Nachrichten und bei Instagram so eine Mischung. Okay. Aber funktioniert ganz gut. Das funktioniert ganz gut. Man merkt es ja auch bei den Kolleginnen und Kollegen anderer politischen Couleurs auch, die sich mit Sprüchle, Sätzle, irgendwelchen Dingen auseinandersetzen. Teilweise, ja, muss mögen oder nicht, oder ist das ein bisschen Fremdschämen, hat mir jemand einmal eine Frau gesehen. Aber egal, auf jeden Fall, das gehört zum Politikerleben, fürs Moderne dazu. Ja. Du hast gesehen, Leute. Herr Bürgermeister, nur ganz kurz, ich möchte da noch mal drauf hin. Wenn du durch deine Stadt gehst, durch deine Stadt Bregenz, Vorarlberger Landeshauptstadt, wie nimmst du persönlich wahr, ob du, sag's jetzt einmal ganz naiv, gut bist? Also ich glaube, es gibt keine politische Funktion, wo man unmittelbar direkt ein Feedback kriegt wie als Bürgermeister. Ich glaube, das ist die direkteste Variante. Okay. Ich bin natürlich auch eine Person, also ich bin sehr nahbar, ich hocke mich überall dazu, ich gehe überall direkt auf die Leute zu, jeder kann mich anreden, jeder kann mit einem Anliegen zu mir ins Rathaus kommen. Also ich bin da sehr direkt und dann kriegst du halt auch direktes Feedback. Und man sieht dann ganz oft, wie hebst du das aus? Du bist 7 Tage immer unterwegs, jeden Abend. Und in der Tat, also meine Frau hat 2 Nächte mal gesagt, in dem Fall bis im Sommer, Schatz. Und dann habe ich gesagt, so kann man es jetzt nicht sehen. Aber ich habe dann wirklich im Kalender geschaut und es waren letztes Jahr über 300 Abendtermine, wo halt du für Jahreshaupt, wir haben 260 Vereine in Bregenz. Und ich habe am Anfang mal gesagt, ich gehe zu jedem Verein auf eine Jahreshauptversammlung. Das heißt, wenn du einmal in der Woche gehst, brauchst du 5 Jahre, dass du bei jedem Verein einmal warst. Also es ist, dann sind natürlich die Meisterkonzerte der Bregenzer Frühling, die Festspiele. Aber eine Legislaturperiode hat man dann geschafft, wenn du einmal jede Woche bei einem Verein bist. Und das ist, aber das Schöne ist wirklich, dass ihr, also zur Zeit, das kann sich natürlich immer ändern, das weiß man nie in der Politik, aber ihr erlebe jetzt so die Zeit, wo ich durch die Stadt laufe und ganz viele Leute auf mich zukommen und sagen, mein Michael, die Pipeline ist so schön geworden, endlich haben wir das geschafft, dass der Fahrradweg und Fußweg getrennt ist, oder mein, ich freue mich auf das neue Hallenbad, das wird mega, oder das Festspielhaus, oder wie toll ist denn die Fußgängerzone geworden, jetzt haben wir die größte Fußgängerzone Vorarlbergs. Mhm. Und dann kommt halt, keine Ahnung, von 20 Uhr mal einer, wo sieht, das finde ich total scheiße. Also wirklich direkt. Ja, der fährt ja. Und da verschickst du im ersten Moment und siehst, ja, können Sie mal erklären, was meinen Sie genau? Und dann kriegst du ein Feedback. Und ich glaube, das ist schon gut, weil es ist ja wichtig, dass du Schulterklopfer, schön, aber wichtig ist ja, dass du unmittelbar auch ein Feedback kriegst, wenn einmal etwas nicht so gut läuft. Und dann kannst du reagieren und kannst was verändern. Und das ist also wir blieben jetzt noch bei diesem theoretischen Stadtdurchgang, wo die Leute anreden. Jetzt hast du wirklich viele schöne Punkte gesehen, wo stimmen, wie Bregenz die Landeshauptstadt ist. Aber ein Thema plagert nicht nur die, sondern auch die Bevölkerung. Der Bahnhof. Du hast geahnt, was kommt. Ich muss dich jetzt diesbezüglich fragen. Ganz kurz noch vielleicht bitte, wie geht man damit, wenn wird es was Neues? Ist bis zur nächsten Spielsaison was da? Naja, so schnell baut man keinen Bahnhof, also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es war in der Tat so, dass natürlich der Bahnhof vor 4 Jahren bei der letzten Wahl das Hauptthema war. Ja. Es gab einen fertigen Entwurf, wo diese komische S-Kurve, die den Bahnhof von der Stadt trennt, im Bestand war. Und mein Ziel war es eigentlich immer, nicht nur den Bahnhof zu betrachten, sondern Seestadtquartier, Seequartier, also dieses ganze Bregenz-Mitte-Areal mit einzubeziehen. Dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, international, 4 Architektenbüros. Jetzt gibt es einen Siegerentwurf, wir haben alle Verträge jetzt unterschrieben mit der ÖBB, mit Land.
Nur, ich muss immer dazu sagen, es ist natürlich nicht mein Bahnhof. So ist es. Es ist der Bahnhof der ÖBB. Ja. Ich baue Hallenbad, ich baue Kindergärten, Kleinkinderbetreuungen, viel solche Dinge. Ja. Aber der Bahnhof muss natürlich die ÖBB bauen und wir helfen dabei. Und die ÖBB wird es bauen. Absolut. Und der Bregenzer. Wir sagen vielen Dank. Behalte dir deinen Drive bei. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche wieder. Tschüss, vielen Dank.